mindestens auf den zweiten Platz, 52,28 Sekunden für Will to Win und Simon Heinecke. Und jetzt die letzte Chance, dieses Championat zu gewinnen für Jennifer Vogt-Petersen mit Diego de Semilly. Und sie versucht's. Tolle, rittige Pferde hat sie uns heute hier präsentiert. Immer an den Hilfen stehend, immer in der Zündung. Das könnte schon durchaus was werden. Wenn sie ohne Fehler bleibt. Die engstmöglichen Wendungen ohne Rhythmusverlust nimmt sie auf jeden Fall hier ein wenig die Zündung verloren, aber hier schon, wie ich eben gesagt habe, ein wenig schräg angeritten und die letzte Distanz nicht ganz durchgeritten. Aber, meine Damen und Herren, ich sehe die Tafel nicht, aber ich glaube, wir sehen den Sieger. So ist es, Jennifer Vogt-Petersen mit Diego de Semilly. Sieg mit fast 3 Sekunden Vorsprung im Stechen.